Im heutigen Vlog fahren wir nach Hannover. Ich erzähle euch über mein neues Intro und esse einen Burger, der mir schmeckt und gefällt. Viel Spaß! Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ja, es ist ein neues Intro bei mir und ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, ob euch das gefällt oder ein Like einfach da lassen. Das würde mir echt weiterhelfen, ob ihr das cool findet. Wenn ich Anfang des Videos 2-3 Cinematics reinschneide mit dem, was ich mache in diesem Vlog, dann wisst ihr nämlich schon mal so ansatzweise Bescheid. Man muss natürlich darauf aufpassen, dass es auch alles sehr interessant ist für euch, dass man auch ein paar lustige Sachen mit reinnimmt. Und deshalb schreibt gerne in die Kommentare, ob es auch cool ist und ob dann auch dieses Vlog-Tag noch drin bleiben soll oder ob ihr sagt, na, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel oder so. Ich bin auf euer Feedback gespannt, denn ihr hilft mir, meinen Kanal zu verbessern. Und wir haben ja vor 2 Wochen schon mit dem Color Grading angefangen. Das mache ich natürlich in diesem Vlog weiter. Und ihr wisst ja, wo es jetzt hingeht, also auf geht's. Me wrapped up in your touch. Feel so enamored. Hold me tighter than your clutch. How do you do it? You got me losing every breath. What did you give me to make my heart beat out of my chest? Endlich gab es mal wieder Burger. Wir waren eigentlich erst in einem anderen Restaurant, da war es aber ziemlich voll. Deshalb haben wir gesagt, okay, gehen wir zum anderen Restaurant. Es war sehr klein und so, aber war super lecker, der Burger. Und warum habe ich jetzt ein neues Intro? Warum mache ich das überhaupt? Ich möchte meinen Kanal ein bisschen umbauen. Im Gaming-Bereich wird es auch Änderungen geben, aber im Vlog-Bereich wird es wahrscheinlich erstmal so sein, dass die Intros einfach anders sein werden. Es ist so, es gibt eine Creator-Community für YouTuber. Ich bin der Meinung, die müssen mindestens 100 Abonnenten haben, um sich dort anzumelden. Das ist natürlich ein großer Forum für YouTuber, wo YouTuber sich auch gegenseitig unterstützen. Und einige YouTuber haben eben meinen Kanal beobachtet und analysiert und gesagt, was ich vielleicht besser machen soll. Denn man muss ehrlich sagen, 7000 Abonnenten, aber nur vielleicht 100 bis 200 Aufrufe, das ist natürlich, naja, nicht ganz einfach. Es ist so, ich habe 3 Formate auf meinem Kanal. Einmal Vlogs, einmal Gaming im Minecraft und einmal Gaming im GTA. Und natürlich möchte nicht jeder, der vielleicht Vlogs guckt, auch Gaming gucken, beziehungsweise möchte vielleicht derjenige, der GTA guckt, nicht Minecraft gucken und dann vielleicht auch nur Vlogs dazu. Das weiß ich nicht, aber ich bin dabei, meinen Kanal umzubauen. Deshalb neues Intro, deshalb bin ich auch so gespannt auf euer Feedback beim Intro, ob ihr sagt, das ist ein bisschen zu lang oder es ist optimal, es gefällt euch, wenn man am Anfang sagt, was jetzt im Video vorkommt. Natürlich ist es auch schwer, was man im Intro immer einbaut. Man möchte natürlich interessant wirken, man möchte auch den Vlog interessant gestalten, dass man natürlich nicht scherzhaft sagt, ich wurde vom Hund angegriffen oder so. Das wäre natürlich ein bisschen Clickbait, ne? Aber wir sind jetzt erstmal an einem anderen Punkt hier in Hannover, um mal ein bisschen rumzuschauen, weil ich möchte gerne wissen, ob ich denn im Sommer vielleicht nochmal herfahre, weil in Hannover war ich mit euch noch gar nicht. Ja, Leute, und das war Hannover und auf jeden Fall werden wir im Sommer nochmal hinfahren und dort nochmal ein paar Cinematics einfangen. Denn ich denke mal, der Herrenhäusergarten, der wird wahrscheinlich im Sommer sehr, sehr gut aussehen mit den ganzen Blüten und ganzen Blumen, die dann leuchten und natürlich fürs Color Grading sehr perfekt sind. Denn je mehr Farbe im Video ist, desto besser ist es für mich, finde ich, und desto farbenfroher wirkt auch das Video. Ich sitze aber jetzt komplett auf einer anderen Position. Eigentlich ist die Kamera um 180 Grad gedreht, denn ihr habt eigentlich im Hintergrund immer die San Francisco Skyline. Nur ich habe mir mal gedacht, ich wechsle mal einfach die Position, denn ich habe 2 LED-Panels. Man merkt es vielleicht, dass es ein bisschen besser belichtet ist. Man kann mit den LED-Panels natürlich 2 Farbrichtungen machen. Einmal schön kalt, das heißt also sehr schön weiß oder bläulich, kann man sagen. Und einmal schön warm, also heißt gelblich. Ich bin natürlich der Freund, der lieber ein bisschen mehr
weiß haben möchte als ein gelbes Gesicht, weil man kann es echt übertreiben mit diesen Panels. Und ich habe dieses Mal bei Twitter gepostet und jemand namens Geektastisch hatte mir darunter geschrieben, das sieht aus wie eine Casting Couch. Und Casting Couch ist ein guter Begriff, denn ich hätte echt Bock, einfach YouTuber einzuladen. Klar, ich hätte auch gerne Bock, größere YouTuber einzuladen, aber ich denke mal, YouTuber, die vielleicht meiner Größe sind oder vielleicht auch etwas kleiner sind, einfach einzuladen. Hier ist ja links neben mir ein Platz frei und dann einfach zu quatschen. Wie zum Beispiel, wie war es für dich, als du mit YouTube angefangen hast? Wie lange machst du YouTube? Was sind deine Ziele und sonstiges? Das wird auch echt ein cooles Format, was ich zusätzlich noch zu meinem anderen Format, wo ich euch unterstützen möchte und helfen möchte, hinzufügen könnte. Da müsste man natürlich den einen oder anderen YouTuber einladen. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich. Lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt mal gerne in die Kommentare mit dem Intro, weil das war ja das Wichtige. Nicht nur, dass ich eine Casting-Couch hier aufbaue, sondern auch, dass ich ein neues Intro habe. Also, auf Wiedersehen. Ciao.